So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker. Das letzte Mal haben wir das Level von Rasierer erst nicht abgeschlossen und dann doch, weil ich es im Nachgang in 3 Minuten dann die letzte Stelle noch geschafft habe. Jetzt wollte ich nochmal die Musiklevel nachholen, wo wir stehen geblieben waren. Da habt ihr gesagt, ich hätte nicht Dings hier, ne? Wo war das denn? Das muss ja irgendwo da oben kommen. Das Moon-Theme von DuckTales wolltet ihr haben. Ich meine, das sind viele coole Level. Ach ja, und dieses Barbie-Ding, nicht Barbie-Girl. Dieses, wo ich gesagt habe, Englishman in New York, da, da war ich etwas falsch gewickelt. Das haben wir gespielt. Das haben wir auch da hier einmal Pokégirl in der Snowy World. Das ist natürlich da. Komm, das spielen wir kurz. Ich dachte, das ist wirklich so, I'm an Englishman in New York. Wow. Da. Das wäre natürlich. Aber es ist leider der andere Quatsch. Ja. Aber es ist gut gemacht. Oh, es ist richtig gut gemacht, ne? Oh oh. Oh mein Gott, es ist richtig gut gemacht. Oh nein, oh nein, jetzt. Also in der Version höre ich mir das sogar gerne an, das Lied. Das ist voll gut gemacht, das spielen wir. Das spielen wir. Das ist aber auch echt schwierig, ne? Mit denen, die so zu timen. Uiuiui. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich hoffe, es gibt Checkpoints zwischendurch. So schade es ist, weil das dann das Lied immer so ein bisschen durcheinander bringt. Aber bei dem... Bei sowas hier brauchen wir Checkpoints, sonst wird das nicht gut gehen. Okay, da ist eine Tür, da wird es so ein Checkpoint wohl geben. Dankeschön. Ach so, Auto jetzt, okay. Aber war das schon der Teil, den man spielen konnte? Ich drücke jetzt mal lieber nix, weil sonst bin ich tot, das sehe ich. Aber es ist richtig gut geportet. Sagt man dazu geportet, wenn es hier in Mario Maker ist? Mario Maker ist. Ah ja, das heißt, der wirklich schwere Teil, der für die 5% sorgt, ist nur der Anfang. Das ist ja auch sick. Ist aber schade, hätte ich gerne mehr davon gespielt. Also, ne? Mehr im Sinne von mehr Level, weniger Auto. Ist schade gewesen, aber es war super gut, muss ich sagen. Also hat mir echt gut gefallen. Von dem Kollegen können wir uns gerne mal noch mehr angucken. Suche ich aber erst, bevor ich hier irgendwas vergesse, das Moon-Theme. Wo war das denn? Da! War es das hier? Ich hoffe ja. 8,77%. Let's go. So, ich hoffe, dann seid ihr versöhnt. Okay, Geld sammeln. Na klar, ich bin ja auch Scrooge. Und Link bin ich. Das war's mit dem Geld dann auch. Ach so, ich muss das abschieben. Ich bin blöd. Ich kann ja schießen. Oh nein, ich habe die 50er verpasst. Ich hoffe, ich brauche die nicht. Shit. What?
Okay, ich muss da schneller hin, um die Zehner zu holen. Das ist gar nicht so einfach, ne? Mist. Okay, die nehme ich noch mit. Ah, Mist. Das ist gar nicht so einfach. Mann, ich verliere immer meinen Kram. Jetzt würde mich wieder der Hammerbruder mitnehmen. Ne, diesmal nicht. Okay, jetzt rennen wir ganz schnell da durch. Und gehen in die Röhre rein. So. Da oben sind zwar auch Münzen. Ich nehme jetzt mal nur die hier unten mit. Ja. Wo ich halt drauf achten müsste, wären die ganz großen. Scheiße. Ja, die da zum Beispiel. Mist. Nein, jetzt krieg ich mal die Zehner. Oh nein. Oh Gott, hi. Nein. Scheiße. Aber 250. Uiuiuiui. Also möglichst hier gleich viel mitnehmen. Das war nicht so viel. Also die auf jeden Fall muss ich mitnehmen. Und dann die 30er hier auch auf jeden Fall. Okay. Okay, das ist ein guter Start. Das ist ein guter Start. 138 haben wir jetzt hier. Da lasse ich alle liegen. Ich konzentriere mich dann lieber auf die großen, die kommen. Wir wissen jetzt ja, was kommt und wann es kommt. Dann machen wir jetzt einfach keinen Quatsch. Und verlieren hier dann auch unseren Kram nicht. Nein, nimm die mit! Okay. Nice. Nein. Okay, dann nicht die, aber die. So. Da oben ist noch eine 50er. Yes! Wir haben's. Wir haben's. Oh. Oh, da sind auch nochmal Geld. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre, das wäre es wieder gewesen. Okay, schön. Schön. Schön, schön. Mit dem Geld sammeln war das ganz cool und hat auch gut zu DuckTales natürlich gepasst. Okay. So, jetzt wollte ich mir aber von dem Kollegen hier, wo war der? Da. Von Cardboard angucken, was der noch so gebaut hat. Ob der noch mehr Musikkram hat. Oder nur das Pokey Girl. All Warp Songs. You're amazing just the way you are. Mole New World, Team Mole. Untitled Goosebumps. That's the way I spike it. Der hatte richtig viel Musikkram gebaut. My Frustration with 3D World. Okay. Not the best level in the world. Okay, wir gehen mal einfach durch, was der gebaut hat, würde ich sagen. Erstens kommt er mal hier in mein Dings rein, der Kanadier. Und dann gehen wir einfach mal durch. I saw the sun and it opened up my eyes. 1%. Oh, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Oh Junge, ich glaube nicht, dass wir das spielen. Holy moly. Gucken, wie weit wir kommen. Aber vielleicht ist es ja wieder nur ein kleiner Anfang. Oh mein Gott, da kommt die Sonne. Wow. Oh Gott, was ein Sprung. Oh, schnell durch. Da kommt die Sonne wieder. Okay. Checkpoint. Er ist schon gut gebaut, auf jeden Fall. Der baut halt auch richtig schöne Musiklevel. Oh Gott!
Oh Gott, das war... Oh nein! Ich glaube, wir waren fast durch. Nein! Aber wobei die. Okay, die Zeit kann ich mir lassen. Ich muss mich da gar nicht so. Okay, ich muss mich da nicht so hetzen. Das ist okay. Ich hab die Zeit. Ich hab die Zeit. Ich hab die Zeit. Aber es wäre, glaube ich, trotzdem besser. Ich würde gleich hochgehen. Aber soweit geht das eigentlich klar, der zweite Teil. Der ist nicht so schlimm. Aber hier gleich hoch ist besser. Dann habe ich da oben vorne mehr Zeit, um das zu koordinieren. Yes! Was kommt jetzt? Ab jetzt ist neu. Wow, da kommt die Sonne einmal durch. Und ich muss rutschen. Ich muss es kaputt rutschen und ich muss hier... Nein! Da drüben ist... Was? Wo ist eine rote... Hä? Wo war denn ein Schlüssel? Hä? Aber das scheint nur ein Bonus zu sein. Das scheint man nicht zu brauchen. Ich habe die rote Münze aber nicht gesehen. Wo ist denn hier eine rote Münze? Irgendwo eine gesehen? Ach, da in der Säge. Jetzt habe ich sie gesehen. Okay, brauchen wir nicht. Tschüss. Jetzt habe ich sie gesehen. Nice. Nice. Schönes Level. Schönes Level. Sehr schön. Der baut coole Musiklevel, muss man schon wieder sagen, ne? Also da werden wir uns jetzt mal umgucken. Was hat er denn zuletzt... Also baut er aktuell noch? 28.01. ist das Pokégirl. Nice. Gefällt mir. Ach stimmt, ich habe ja... Ich hatte ja die Musiklevel sortiert nach aktuell, richtig. Das scheint aber jetzt wirklich ein Gegeneinander zu sein. Da kommen wir jetzt nicht weit. Nee, das ist dann... Ja, das ist irgendein... Irgendein Multi. Ice Ice Baby, beziehungsweise Twice Twice Baby. Das scheint allerdings spielbar zu sein. 3,61%. Cardboard is back with my brand new invention. Achso, Cardboard ist er. Das ist dann komisch, dass er einmal sagt, Cardboard is back. Aber dann with my... Also entweder Cardboard is back with his oder I am back with my. Ist das ein Troll? Das ist ein Troll-Level. Das ist ein Troll-Level. Guckt mal, über mir ist der Checkpoint, der zum Beginning zurück... Oh nein. Musik und Troll-Level in einem. Da komme ich halt eh nicht rein. Ich krieg den Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Vorsichtig. Jetzt kommt gleich irgendwas entgegengesprungen. Ich wollte noch schnell genug dahin. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Okay. Das ist jetzt mal wirklich ein gutes Troll-Level, scheint mir. Also das ist so ein typisches Troll-Level, was man auch bei DGA sehen könnte. Genau sowas ist das. So. Ich kann nur da rein. Ich komme bestimmt nicht an den Checkpoint ran. Oder es war schlecht. Ist das schon der Beginning Checkpoint? Nein. Oh nein, ist das die Stelle, wo man sterben muss? Oh nein. Okay,
Ja, aber es ist nicht so schwierig. Das erkennt man immer bei Troll-Leveln, wenn die, ich hasse dich. Wenn die SM64-Musik einsetzt. Das ist dann immer der Raum, in dem man bis zum Tod manövrieren muss. Dude! Was zur Hölle? Oh, Mann. Cardboard. Was bist du denn für einer? Alter. Okay. Ach, scheiße. Oh, mein Gott. Nie wieder darüber in die Röhre. Oh, mein Gott. Jetzt hätte ich hinterher gemusst. Nochmal. Oh shit. Nein, da ist der. Oh. Aber es war nicht lang bis dorthin. Das ist kein Problem. Das ist kein so schlimmer Rückschlag. Es ist kein so schlimmer Rückschlag. What? Wait, ist jetzt irgendwas anders? Ach, er schreibt ja twice. Ich bin dumm. Das ist ein twice und twice. Nein! Nein! Ich kann nicht mehr sterben. Komm schon. Yes. Und twice bedeutet, er baut praktisch einen Raum, der ähnlich aussieht wie der Raum davor. Aber es ist nicht der gleiche Raum, sondern es sind Dinge anders. Wie zum Beispiel, dass jetzt der Pilz rauskommt und ich jetzt hier oben durchkomme dadurch. Das heißt aber ja, dass wir richtig sind. Und das wiederum heißt... Ich weiß nicht, ob ich den will. Und das wiederum heißt, diesmal... müssen wir nicht in diese Tür reingehen. Mark my words. Oh fuck. Ich muss klein sein, okay, alles klar. Aber ich sag ja, ne? Es war... Oh. Es war praktisch klar... dass wir nicht in die Schlüsseltür rein mussten. So, das habe ich verstanden. Aber jetzt muss ich irgendwie verhindern. Ach so, nee, ist ja easy. Ich kann mich einfach selber von der Explosion treffen lassen. Und dann bin ich klein. Und dann kann ich das problemlos aufhören. Und durch die Tür durch. Ich meine, man muss es ausprobieren. Es hätte irgendwie, ich weiß nicht, was hätte passieren können, aber ich muss es ausprobieren. Wie sagt die GR so schön, white is always white. Aber in dem Fall war es halt mal wieder nicht richtig. Oh oh, nein. Das war zu bald mit dem Pilz. Too soon. Okay. Wir kommen der Sache näher. Ah, Troll-Level sind cool. Ich verstehe schon, warum ihm das so gut gefällt. Scheiße. Okay, was kommt hier? Ah, es bleibt dann praktisch der Tod. Okay. Ah, ich muss das mit dem Pilz besser timen. Das war wieder blöd.
So, jetzt passt die Geschichte aber. Komm schon, komm schon. Yes. Okay, also wir gehen hier rüber. Okay, da war kein großer Troll mehr. Alles klar. Oi. Kleines Troll-Level haben wir auch mal gespielt. Das ist, glaube ich, das erste Troll-Level, was wir gespielt haben. Ne? Das ist also das erste, aus meiner Sicht, richtige Troll-Level. Das war nämlich wirklich ein lustiges Troll-Level. Das hatte nicht so diese unfairen Trolls, sondern na, das war einfach, ein cooles Troll-Level. Entschuldigung. Toadette, die Independent Woman. Ja, das war's dann wohl. Mit 0,07% werden wir nicht vorankommen. Also Cardboard baut offensichtlich auch Level, die ich nicht schaffen werde. Kann man nichts machen. Aber wir gucken mal rein. Ah ja! Nee, ist okay. Die Frage ist, werden wir mehr als den ersten Sound hören? Oh mein Gott. Nein, werden wir nicht. Alter, ich krieg den Wandsprung nicht raus. Was ist das denn? Ja, so weit sind wir schon mal gekommen. Ach, da brauche ich ein... Da ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das soll ein Dreifachsprung da drüben werden, oder was? Wie soll ich da denn raushasseln? Keine Ahnung. Okay, 0,07% sollte ich auch dann definitiv als Nope klassifizieren. Not the best level in the world. Aber 7,65%. Just a tribute music by Tenacious D. Auf geht's. Die kann ich noch gar nicht auslösen jetzt. Achso, damit komme ich hier hoch. Oh boy, oh boy, oh boy. Hier kommt die Stelle, woher die 7% kommen. Nein, ich muss den mitnehmen. Ah, kann ich? Nein, ich bin so doof. Ich kann den doch gar nicht aufsetzen in SMB. Oh mein Gott, ist das mein Ernst? Komme ich da nicht so hoch? Nein, komme ich nicht. Interessant. Ich bin so blöd. Ich weiß doch, was da rauskommt. So. So. Und zack. Und zack. Rank oder Springboard. Okay, go, 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 go. Da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas raus, habe ich gesagt. Und dann kam da was raus. Aber war zu spät geschaltet. Oh, das ist gar nicht so einfach, das Level für seine 7%. Geh halt hoch. Vor allem, weil du halt mehrmals diese Sprünge machen musst, wo du halt den Knopf richtig drücken musst. Das ist, weil jetzt weiß ich ja, was kommt. Jetzt habe ich den, kann ich den auch ein bisschen eher auslösen. Und dann sollte der Sprung auch leichter fallen und dann rüber da rutschen. Brauche ich hier irgendwas? Nein. Checkpoint. Checkpoint City, it's a beautiful city, der Checkpoint City. So, jetzt komme ich hier unten weiter.
Ah, okay, jetzt geht's wieder nach oben. Jetzt brauche ich den hier drüben. Und jetzt fliege ich mit dem darüber und löse den On-Off aus. Und das Finale. Bitte keine großen Fallen mehr. Dankeschön. Nee, ist noch nicht Finale, ist ein Checkpoint. Das ist das Finale. Okay, nochmal ein paar Stachelsprünge, aber nichts Wildes. Das ist auch noch machbar. Oh, da habe ich die Münze verpasst, egal. Das war's jetzt. Aber, oder? Oh, großer Sprung. Oh, die Ranken habe ich... Ich wollte erst einen großen Sprung machen und dann habe ich die Ranken gesehen. Da habe ich gedacht, lieber nicht. Jetzt aber. Oh, das war interessant. Ja, ja, doch. Das war interessant. So. Sehr schön. Mehr von Cardboard. Come on. Ach ja, die Frustration mit 3D World. Aber 80... Okay, was hat er hier gemacht? 80 Cent... Das ist irgendwas zum Angucken. Was hat er hier... Entschuldigung. Was hat er hier gemacht? Nintendo Y. 80% schaffen das. Was hat Nintendo hier gemacht? Ach so! Meint er, dass die Musik... Also, dass es in 3D-Welt nicht so Musiklevel geben kann? Weil die da die anderen Sounds irgendwie gemacht... Oder was, was meint er? Ist es das, was er meint? Ja, ich glaube, das ist, was er meint. Ja, die Musik. Okay. Ja, okay. Haben nicht alle auch... Haben sich auch manche gefragt. Okay. Yoshi can music too. Come on, yo. Oh mein Gott. 5,46%. Drop Yoshi at the indicators and hear him play a song. Okay. Droppen wir Yoshi bei den Indikatoren. Und gucken, was passiert. Lol. Oh, ich muss Yoshi wieder mitnehmen. Jetzt habe ich ihn verhauen. Ah, jetzt passt er. Hä? Okay. Also Yoshi ist die Tröte. Nein, was tue ich? Oh, das ist cool. Was mache ich? Ich lerne es nicht. I don't learn. Why don't I learn? Die Stelle gerade habe ich nicht verstanden. Was soll ich da machen?
Oh, Yoshi. Oh mein Gott, ich schaff's nicht. Alter, ich schaff den Anfang nicht mehr. So ein Ding mitnehmen. Das muss mal einer sagen. Alter Yoshi. Geht richtig ab, der Kollege. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Yoshi. Uff. Und tschüss. Uiuiui, das war interessant. Okay. Das war interessant. So, wir haben 31 Minuten. Ich denke, damit schließen wir ab und gucken uns beim nächsten Mal vielleicht noch mehr von dem Kollegen an. Der hat auf jeden Fall noch einiges übrig. Vor allem, oh mein Gott. Vor allem kranke Level. Team Precision with Music from Under. Ja, das gucken wir uns ganz. Da braucht man nur kurz reingucken, weil das werde ich nicht schaffen. Ne, das ist ganz klar. Aber vielleicht hören wir was von der Musik. Das kann ja dann im Prinzip nur das Spider-Team sein. Genau. Aber das ist ja sick. Das ist ja richtig sick. Wer kommt denn da durch? Alter, ich springe viel zu hoch. Aber das Lied kann man wahrscheinlich wirklich komplett hören, wenn man hier einfach stehen bleibt. Pff, ey, das ist schon sick, ne? Aber es heißt ja Team Precision. Alter. Ich schaffe halt nicht mal den ersten Sprung. Nee. Nee. Okay. Nein, 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 nein. I'm sorry. Wir gucken mal kurz, wie viele überhaupt spielbar sind von dem. Team Precision, nochmal. Don't touch the grinders, ja. Oh mein Gott. Eine oder so hat's. Nee, Quatsch. Wie viele haben's? Zwei haben's abgeschlossen. Holy moly. Team Precision auch wieder. That's the way I spike it. Player beware, you're in for a scare. Okay, das klingt interessant. Das werden wir uns anschauen. Monu, oh, das kann man auch nicht spielen. 0,17. Ah, verdammt, der baut Kaizo-Zeug. Ah, shit. Also, coole Musik und so, ne? Aber leider zu schwierig. Okay, das kriegen wir hin. Das haben wir hinbekommen. Glücklicherweise. Also, ein paar schaffen wir von ihm vielleicht noch, aber zu viel wird wohl nichts. Schade. Aber der baut echt cooles Zeug.
Gut, hier schließe ich die Aufnahme ab. Mein Hals hat keinen Bock mehr und ich glaube, das wäre besser, hier erstmal abzubrechen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.